Willkommen zurück zu Mario Tennis Aces. Ich habe so ziemlich genau 10 Level trainiert und so gestärkt geht's weiter. Jetzt die ruhigen Gewässer der Wilden See. Mario, das ist Kamek. Mario, ich hätte dich hier nun wirklich nicht erwartet. Ich bin in Gedanken ohnehin woanders. Die Sachen, die ich für Bowser besorgen sollte, sind geklaut worden. Manchmal geht auch wirklich alles schief. Wie wäre es, wenn ihr beide euch mit mir die Zeit mit einem kleinen Zaubertrick vertreibt? Das wird äußerst lustig, versprochen. Ein wirklich verlockendes Angebot, aber für sowas haben wir leider wirklich keine Zeit. So eine Abfuhr macht mich aber wirklich traurig. So traurig, dass ich euch mit eurem mehrmaligen Schiff versenken muss, um mich aufzumuntern. Kichichichi. Mario, wenn du den Ball im Spiel hältst und genug Punkte erzielst, werde ich über eure Unhöflichkeit hinwegsehen. Da gibt es sogar eine Belohnung. Das hört sich doch gut an. 10 erfolgreiche Schläge hintereinander bringen dir Bonuspunkte. Versuch also, einen Ballwechsel möglichst am Laufen zu halten. Psst, Mario, Kamek zu verärgern halte ich für keine gute Idee. Also erfülle ihm seinen Wunsch und spiel mit ihm. Aber erteile meine Lektion. Okay. Herausforderung, Mega-Ballwechsel, Profi. Ja, jetzt wird's schon auf jeden Fall heftiger werden. 400 Punkte müssen wir meistern. So, ich hoffe, dass uns diese 10 Level, die ich trainiert habe, schon so ein bisschen hier was bringen. Ja, natürlich müssen wir hier wieder aufpassen auf den doofen Mast. Der kann uns hier schon ziemlich Punkte kosten. Beziehungsweise Fehlversuche kosten. Ja, sehr gut. Das war der erste Fehler. Aber noch ist alles gut. Wir dürfen uns noch... Oh, jetzt noch einen Fehler erlauben. Ah, ich glaube, das könnte jetzt doch schief gehen. Es sei denn, wir legen hier jetzt so einen Mega... Ballwechsel hin, aber nö. Das war's. Ja, das ging mal ziemlich fix. Der erste Fehlversuch hier. Okay. Aber wir wissen, aller guten Dinge sind zwei. Insofern ist noch alles drin. Jetzt ein bisschen Contenance und dann wird das schon irgendwie. So. Ja, solche langen Schläge sind mir deutlich lieber als diese, die vom Mast abgefangen werden oder nur langsam geschlagen werden. Boah, verdammt. Also das hier ist jetzt wirklich schon Profiniveau. Aber ich vermute mal, dass wir beim Erfolg 9 Schläger bekommen. Und 9 Schläger, ja, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Insofern probieren wir es hier und wir scoren ordentlich. Und kaum sage ich das, ich weiß, passiert schon wieder. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen uns keinen einzigen Fehler erlauben. Aber haben wir noch nicht mal die Hälfte der Punkte zusammen? Ah, der Kamek ist wirklich schon ziemlich gemein. So, Contenance. Ich will jetzt hier wirklich es noch irgendwie schaffen und die Hälfte haben wir. So, komm. Je länger der Ball im Spiel ist, umso besser. Umso mehr Bonuspunkte können wir hier bekommen. Ja. Jetzt gerade läuft so ein bisschen hier. Na. Ja. Okay, zur Not. Was? Was? Was war das? Hä? Was war das? Wieso
Ja. Sorry, das habe ich gerade nicht gescheckt. Der hat da seinen super Zeitlupenangriff gemacht, aber hat den Ball nicht getroffen und ja. Dann war es auf einmal vorbei. Dann war es ein Fehlversuch für uns. Gut, die Runde hier war jetzt eh nix. Aber das ist, ja. Das muss ich mir nochmal anschauen, auf jeden Fall. Check ich nicht. Vielleicht checkt ihr es ja, aber ich nicht. Okay, komm. Dann eben auf zum vierten. Und was war das für ein gemeiner Ball. Ja, ich fürchte, das hier wird länger dauern. Aber ich hoffe und möchte eigentlich diesen Part hier jetzt nicht nur mit diesem Kamek-Fight verbringen. Och Mann! Ah, das könnte jetzt schon wieder nichts werden. Das dürfte, ja, jetzt diese Stelle im Spiel sein, wo wir bisher zumindest am meisten Versuche brauchen. Immerhin, die Gewandtheit erhöht sich. Das ist, ja, der einzige Vorteil, dass wir immer so ein bisschen Erfahrung sammeln und unsere Skills zunehmen. So. Das dürfte jetzt Versuch Nummer 5 sein. Und das muss es jetzt einfach sein. Ich möchte hier nicht nochmal gegen Kamek, weil ich will jetzt weiterkommen. Ich will jetzt auch in diesem Part schon, tja, das fünfte Gebiet erforschen. Zumindest anfangen. Das Lava-Gebiet. Aber da sind wir noch entfernt von und das war jetzt doof. Aber immerhin. Es hatte vorher noch nie so lange zum ersten Fehlversuch gebraucht. Also wir haben bis dahin schon ganz gut gescored. So. Ah, nö. Ach Mann. Der war ein bisschen zu kurz. Der war ein bisschen zu kurz und ist uns ausgegangen. Und jetzt wird's nochmal knapper hier. Jetzt muss hier wirklich alles funktionieren. Muss uns hier der quasi, ja, krasseste Ballwechsel, ja, muss jetzt funktionieren. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin, aber ja, ich will es hier wirklich schaffen jetzt. Bisher schlägt er auch, bah, relativ dankbare Bälle, die wir einigermaßen gut bekommen können. So, noch 80 Punkte. Freunde, das muss doch jetzt möglich sein. Auch unfair, dass Kamek immer sofort weiß, wann der Ball an die Stange geht und wann nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es jedenfalls geschafft. Puh. Ja, da fällt mir gerade schon so ein kleiner bis mittelgroßer Stein vom Herzen, auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass du den Ball auf einem Schiff so lange im Spiel halten wirst. Das werdet ihr noch bereuen.
Super Vorstellung, Mario. Kamek hat das gar nicht weggesteckt. Er war echt neben der Spur. Er hat was liegen lassen, und zwar den Panzerschläger. Nice. Ja, ich weiß, ich beeile mich gerade ein bisschen, weil ich möchte auf jeden Fall noch das neue Gebiet erforschen. Wie ich schon sagte. Immerhin, der Panzerschläger hat sich also gelohnt. Jetzt die Inferno-Insel. Mario! Diese Insel gehört dem großen Bowser. Bum, bum, lasst euch nicht durch. Diplomatie ist leider nicht die ganz große Stärke von Bum, bum. Wir müssen ihn besiegen. Du musst ihn besiegen. Das schaffst du, Mario. Okay. Robocopa-Krise. Wir müssen Bum, bum also besiegen und diese Robocopas im Auge behalten. Na gut. Und es dürften wieder mal zwei Gewinnsätze sein, die wir hier bekommen müssen. Das ist schon mal der perfekte Start gegen Bum Bum und seine maschinellen Freunde hier. Ah, das ist echt gemein. Weil wenn die in die Luft gehen und uns, ja, damagen quasi, dann sind wir für kurze Zeit bewegungsunfähig. Jetzt vielleicht mal... Nö! Verdammt. Okay, das war jetzt anscheinend ein bisschen zu weit ins Ausgeschlagen hier. Ja, aber ärgerlich. Ich überlege auch, ob das vielleicht sinnvoller wäre, hier auf den, ja, K.O.-Sieg zu setzen. Sprich, dass wir seine gesamten Schläger versuchen, ja, aus dem Spiel zu nehmen. Das war jetzt doof. So, ich will auch mal versuchen, eventuell... Jetzt vielleicht... Ah, hat er geblockt. So, aber auch wir können blocken. Sehr gut. Guter Ballwechsel. Punkt für uns. Also eventuell könnten wir es auch, ja, mit so einem normalen K.O. schaffen. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber wieder geblockt. Ah, sehr doof. Natürlich erscheinen diese Robocopas auch nur auf unserer Seite, nicht bei ihm. Ja, und den Punkt haben wir jetzt noch nicht bekommen. Eben wegen diesem Robocopa. Boah, ist das doof. Ja, das könnte hier wieder eine sehr, sehr turbulente Angelegenheit werden. Sehr gut. Das ist der Einstandstreffer. So, jetzt vielleicht mal... Ach nee, das war wieder doof. Ja, das war wieder doof. Wieder mal ins Ausgeschlagen. Da wollte ich eigentlich nur auf, ja... seinen Tennisschläger so ungefähr zielen. Sehr gut. Das war jetzt mal zu früh geschlagen von dem Typen. Und das war ein Körpertreffer. Och, Mann. Okay, 0 zu 1. Also der erste Satz scheint zumindest in Richtung vom Bum Bum hier zu gehen. Und das ist wieder ins Aus. Ja, super. Ich dachte, er wäre noch auf der Linie gewesen. Ja, ich vermassel es mir hier gerade so ein bisschen selbst, ich weiß. Das... Ach, nö. Okay, immerhin. Immerhin noch irgendwie geblockt. Und wir können tatsächlich diese Copas da zurückschleudern so ein bisschen. Ja. So. So, immerhin. 15-15. Aber, ja. Eigentlich, wie gesagt, möchte ich den K.O.-Sieg. Auch wenn ich mich dafür gerade sehr, sehr doof anstelle. Ach nö. Ich meine, es ist auch echt so ein Handicap, wenn einem immer diese Viecher in den Weg laufen.
und drohen in die Luft zu fliegen. Ach Mann. Ja, also in diesem Part oder ab diesem Part merkt man tatsächlich, dass die Schwierigkeitsstufe nochmal zunimmt und das war doof. Erster Satz also für Bum Bum. Okay, also ich glaube, nach Sätzen zu gewinnen, da könnte schon schwer werden. So, jetzt vielleicht mal. Sehr gut. Und den ersten Schläger beseitigt. So, jetzt sehen wir oben rechts. 4 Stück hat er noch. Och, das war der nächste Körpertreffer. Dank meiner Doofheit. Und schon wieder. Doch, wie doof. Ich habe doch rechtzeitig normalerweise den R-Knopf gedrückt. Also sprich diesen Sternschlag-Dingens-Bummens-Knopf. Aber anscheinend nicht. So, jetzt aber. So. Wieder zu früh geschlagen. Ganz zu unserer Freude. So, und das ist der nächste Schläger, der down geht. So, jetzt noch dreimal. Und dann würden wir auch so das Match gewinnen. Ganz egal, wie es bis dahin steht. Eben, weil der Bum Bum keine Schläger mehr hätte. Weil Tennis mit der Hand ist so nicht vorgesehen. Und auch, glaube ich, ein bisschen schwer umzusetzen. Wow, was für ein Schlag. Okay, immerhin 1-0 Führung in diesem Satz. Das ist auch nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, ich möchte gleich, wenn möglich, wieder... Ach nö. Naja. Nicht so einfach hier. Immerhin wieder der Ausgleich. Aber Mann, ich muss auf meine Energie wirklich aufpassen. Wir müssen hier mindestens in den gelben Bereich kommen. Ach, ist das doof. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht noch vorher verlieren, bevor wir dazu kommen überhaupt, ihm alle Schläger, ja, aus der Hand zu schlagen. Ach, schon wieder. Das ist echt gemein. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich gemein. So. Jetzt mal geblockt endlich und... Ja, ich muss mir was einfallen lassen hier. So. Immerhin, es wäre jetzt wichtig, den Einstand zu schaffen. Damit wir dieses Spiel nicht noch wirklich aus der Hand geben. So, das war jetzt ein sehr guter Treffer. Schläger gedamaged und den Einstand geschafft. So kann's gehen. Aber da fehlt noch so einiges. Ach verdammt, ich wollte... Ja, ich wollte ihm doch eigentlich nur... den Schläger wegschlagen, aber okay, es war jetzt zu schnell. Aber... Ach nein. Immerhin geblockt. Ah, hier geht's echt zur Sache. Ja, ich hab's versucht. Ich wollte unbedingt diesen Sternschlag machen. Aber hat nicht ganz geklappt. Jetzt aber. Sehr gut. Da waren es nur noch 2. Komm an.
Das wäre auch noch ganz wichtig, jetzt nebenher diesen Satz für uns zu entscheiden. So sieht's aus. 1-1. Also alles wieder offen. So, ich habe den jetzt mit Absicht auch durchgehen lassen. Diesen Schuss. Diesen Schlag besser gesagt. So, und jetzt? Sehr gut. So könnte es jedenfalls gehen. Es fehlt nicht mehr viel und wir hätten tatsächlich den K.O.-Sieg. So. Der Bum-Bum kann es nicht lassen. Der muss immer zuschlagen. Kostet es, was es wolle. Ein einziger Tennisschläger hält dem noch ins Spiel. Genauer gesagt, er muss noch zweimal zu früh hauen und dann wäre es das gewesen. So. Ah, verdammt, das hätte es schon sein können. Aber das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen, Freunde. Das muss es sein. So, jetzt vielleicht. Sehr schön. Und das muss es sein. So sieht's aus. K.O. Wir haben den K.O.-Sieg gelandet. Bum Bum am Boden zerstört. Und wir haben es geschafft. Inklusive Level Up. Okay, liebe Freunde. Bum Bum ist nicht stark genug. Und beim nächsten Mal geht's hier dann weiter. Und bis dahin, macht es gut und ciao.